Liebe Gerlinde, ich möchte dich bitten, dass du dich zuerst vorstellst. Wer bist du? Ich bin die Gerlinde Frella Stendl, bin bald 53 Jahre alt, habe zwei erwachsene Söhne, bin verheiratet und habe vor 1,5 Jahren ein neues Leben angefangen. Wie hat es begonnen? Begonnen mit einer großen Unzufriedenheit in meiner beruflichen Situation über viele Jahre. Ich war über 25 Jahre bei der Post beschäftigt. Und wie es dann endlich zur Filialschließung gekommen ist, habe ich meinen ganzen Mut zusammengepackt und habe mich von dem Dienstgeber verabschiedet und habe gesagt, ich gehe einen neuen Weg. Auch wenn der noch nicht konkret ist, aber ich gehe ihn. Wie hast du dich gefühlt in der ersten Phase, als du keinen Job mehr gehabt hast und noch nicht wusstest, in welche Richtung der Weg weitergeht? Ja, bin von großen Ängsten gebeutelt worden. Man dachte, vielleicht haben die Menschen doch recht gehabt, die gesagt haben, bist du verrückt, du kannst doch so einen Job nicht hinwerfen, du wirst nie wieder Arbeit kriegen, kannst vielleicht noch putzen gehen für den Rest deines Arbeitslebens. Doch, vielleicht haben sie recht gehabt, vielleicht habe ich einen riesen Fehler gemacht. Große Ängste haben mich bedrückt. Ich habe einfach nicht gewusst, ja, was jetzt, ne? Große Freiheit, aber wohin? Und das war eine sehr beunruhigende Zeit für mich. Und in der Zeit habe ich mich aber dann mit Silvia und Rainier getroffen. Und für Schritt sind mir einfach die nächsten Schritte klar geworden. Bin aus der Angst rausgekommen und bin voll Zuversicht dann den Weg losgestartet. Was hat dir dabei geholfen, dass du deine Angst überwinden konntest? Dass ich überhaupt einmal mich entdeckt habe. Weil ich war in der Situation, wie ich bemerkt habe, wie ich rundum geschaut habe, dass man 50 Jahre alt sein kann, sein Lebtag eigentlich gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat und dass man da sitzt und sagt, ja, eigentlich bin ich nichts, ich kann nichts, was sollte denn aus mir werden? Und ihr habt mir dazu geholfen, dass ich das erkannt habe, dass ich sehr wohl was bin, dass ich schon viele Jahre was gemacht habe, gute Sachen gemacht habe und dass aus mir noch was werden kann. Diese Zuversicht habe ich gekriegt. Und das ist die Basis und der Schlüssel für alles Weitere. Kannst du uns sagen, was deine Berufung ist? Ich habe für mich herausgefunden, meine Berufung ist, Menschen Wertschätzung zu schenken und sie ermutigen, neue Wege zu gehen. Und darum bin ich vorausgegangen auf diesen neuen Weg und mich andere Menschen dazu ermutigen, beruflich sich zu verändern, zu trauen, auch im fortgeschrittenen Alter ganz was Neues auszuprobieren, in vielerlei Hinsicht. Und du hast auch konkret etwas aufgebaut, du hast eine Vision, du hast einen Traum im Herzen gehabt. Was ist das? Ja, zusammen mit meiner Freundin Miriamé, einer Finnin, die in Österreich lebt, wir haben beide schon lange so Träume gewälzt, so ein offenes Haus, wo es Begegnung gibt, wo sie verschiedenste Menschen treffen können, wo es einfach ein schönes Klima, eine schöne Atmosphäre gibt, wo vieles möglich ist. Und diese Vision, die sie mir eben gerade zu Beginn dieser Zeit, ich bin dann ohne Arbeit gewesen, ganz stark wieder geworden. Also das hat sich dann so konkretisiert und ich habe es dann auch zu Papier gebracht, diese Vision. Und ja, die ist damals gewachsen. Und ich führe es auch darauf zurück, dass man, wenn man aus diesem Hamsterrad heraus ist, von der Berufstätigkeit, immer das Gleiche, dass plötzlich mein Horizont ist weit geworden, mein Geist ist frei geworden. Und ich glaube, das hat das so beflügelt. Und was ist entstanden? Letztendlich ist daraus geworden das Haus der Begegnung in Heibach. Es ist ein ganzes Haus draus geworden. Wir haben eigentlich zuerst nur an vielleicht zwei kleine Räume gedacht. Es ist ein ganzes Haus draus geworden. Offenes Haus. Unser Motto vom Haus lautet Ermutigung, Kreativität und Entwicklung. Dort sollte das alles möglich sein. Es gibt einen Ausstellungsraum für Menschen aus unserer Umgebung. Wir leben am Land. Wir schätzen diese Lebensweise. Wir schätzen die Menschen rund um uns. Den eigentlich guten Zusammenhalt. Wir möchten nur viel mehr Potenziale und Fähigkeiten dieser Menschen in den Mittelpunkt stellen oder einfach präsentieren. Und es wird immer Weiterentwicklung dort passieren. Wir haben einfach losgelegt, wir haben einfach Veranstaltungen organisiert, im kleinen Kreis, weil das Haus hat ja nur kleine Räume.
Und ja, wir haben das erste Mal das Haus renoviert, da fängt es eigentlich damit an. Und haben dann einfach losgelegt, so intuitiv, nach was uns war, nach welchen Menschen wir begegnet haben. So hat sich daraus ganz organisch entwickelt. Welche Gefühle beherrschen heute dein Leben? Ja, also früher war Veränderung für mich immer eine Bedrohung und mit Angst besetzt. Und heute, ich freue mich auf das Nächste, was kommt. Ich habe nach jedem Praktikum, zuerst, es war immer so, ich war ein bisschen traurig, weil ich habe die Menschen dort lieb gewonnen, ich habe Freunde gefunden und dachte, jetzt muss ich die verlassen. Aber ich habe immer gemerkt, es ist nachher wieder was Tolles gekommen, ich habe wieder nette Menschen kennengelernt. Und die Freundschaften, die ich geschlossen habe, die habe ich bis heute. Die begleiten mich bis heute, die habe ich nicht weggelassen. Und jetzt habe ich einen Job gekriegt, jetzt ist einmal eine Karenzvertretung für 8 Monate. Und ich habe das angenommen und ich bin voller Zuversicht, dass nach den 8 Monaten kommt auch wieder was Schönes. Ich bin ganz sicher. Und ich bin dann um 8 Monate also Arbeitserfahrung reicher und dann wird wieder was Tolles kommen. Von dem gehe ich halt einfach aus, weil ich so oft bestätigt gekriegt habe. Das bedeutet, dass das, was du erkannt hast über dich, kannst du in mehreren Projekten oder Berufen oder Jobs jetzt ausleben. Ja, ganz genau. Das war eigentlich die Basis, weil auch für den jetzigen Job, ich bin ja nicht ausgebildete Behindertenbetreuerin, also dezidiert die Ausbildung, die ich für diesen Job brauchen würde. Aber scheinbar das Ganze, was ich bin, diese Person, wurde als geeignet empfunden in der Einrichtung. Ich sagte, ja, die kann da was einbringen. Also es ist nicht nur diese Qualifikation, ich habe auch Ausbildungen gemacht, aber ich habe nicht diese 1:1 Qualifikation. Aber trotzdem hat man das erkannt. Und darum denken wir, das, wie sich der Mensch fühlt, was er für sich selbst erbüht hat, das ist wichtiger als jede Ausbildung, die ich gemacht habe. Danke dir.